Wo ist eine Zeitmaschine, wenn man sie mal wirklich braucht? Das wird sich der ein oder andere Abgemahnte gefragt haben, der jetzt nach Ende des Poststreiks seine Post durchgesehen hat und feststellen musste, da ist eine Abmahnung dabei, die ist während des Poststreiks liegen geblieben und die Frist zur Abgabe der Unterlassungserklärung, die ist jetzt schon abgelaufen. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Andreas Kempke von Internetrecht Rostock und genau diese Problematik, die taucht im Moment in der Praxis tatsächlich auf. Tja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Der ein oder andere Abmahner scheint da tatsächlich nicht mitbekommen zu haben, dass die Post gestreikt hat. Und das ist natürlich für sich genommen erstmal gar nicht so problematisch, denn Abmahnschreiben, die werden ja normalerweise vorab per Fax oder auch per E-Mail übersandt, sodass also der Zugang dann auf jeden Fall auch sichergestellt ist. Aber wir haben jetzt tatsächlich auch die Fälle, wo Abmahner die Abmahnschreiben nur per Post übersandt haben und die sind dann tatsächlich in der Post hängen geblieben wegen der Streiks und deswegen erst viel später zugegangen als ursprünglich beabsichtigt. Tja, jetzt sind die Fristen, die da gesetzt worden sind, dann also schon abgelaufen und die Abgemahnten natürlich in heller Aufregung. Was mache ich denn jetzt und wie läuft denn das Ganze jetzt weiter? Ganz wichtiger Tipp, als erstes mal klären, in welchem Verfahrensstadium sind wir denn? Hat der Abmahner da möglicherweise in Unkenntnis der ganzen Geschichte schon eine einstweilige Verfügung beantragt oder eine Klage eingereicht? Ist da eine Nachfrist gesetzt worden? Das sollte man als erstes mal rauskriegen und dann kann man auch entscheiden, wie man sinnvollerweise dann auf die Abmahnung reagieren sollte. Wenn Sie mit diesem Problem konfrontiert sind, dann haben wir mal ein paar Informationen für Sie zusammengestellt und wenn Sie tatsächlich jetzt überlegen, wie Sie da auf die Abmahnung reagieren, dann sprechen Sie mich doch einfach mal an.